Ein gutes Büro ist ein Büro mit einem sehr differenzierten Raumprogramm. Das heißt, es gibt eine Bürolandschaft. Hier kann der Mitarbeiter wählen, welchen Ort er für seine Tätigkeit suchen möchte. Er ist nicht mehr so fest an seinem Arbeitsplatz gebunden, sondern kann sich frei bewegen in der Fläche. Er kann auch mal an anderen Orten, in anderen Atmosphären arbeiten. Und dies kann eine gute Innenarchitektur eben bieten. Der Fokus liegt nicht mehr so stark auf den Arbeitsplatz, sondern vielmehr auf die Arbeitsumgebung, die Arbeitslandschaft, auf die Anzahl und Vielfältigkeit der Module, die der Mitarbeiter dort findet. Unsere Aufgaben sind ja relativ komplex im Arbeitsalltag. Es gibt verschiedene Anforderungsprofile. Manchmal muss ich mich konzentrieren, dann suche ich einen Rückzugsort. Manchmal möchte ich mich mit meinen Kollegen besprechen und kooperieren. Dazu brauche ich eben eine entsprechende Plattform. Dafür brauche ich attraktive Treffpunkte, die halt eben auch dann motivieren und aktivieren, von seinem Arbeitsplatz aufzustehen und diese Orte aufzusuchen. Es sollte eben Orte für die Konzentration, für die Kommunikation, für die Regeneration geben. Und all dies kann man in einer schönen Bürolandschaft tatsächlich in verschiedenen Atmosphären darstellen. Durch die Innenarchitektur kann man natürlich sehr viel an Unternehmenswerten darstellen. Es ist auch ganz wichtig, dass ein Unternehmen eigentlich die Werte, die es trägt, innen in der Innenraumgestaltung sichtbar werden lässt. Man möchte natürlich auch seinen Mitarbeitern Identifikationspunkte geben. Wer sind wir eigentlich? Und das muss sich natürlich widerspiegeln, zum Beispiel in Form von Offenheit und Transparenz oder halt eben auch in kreativen Arbeitsumwelten. Wenn wir halt eben kreativ arbeiten, dann sollte eben auch die Umgebung dazu abgestimmt sein. Eine ergonomische Arbeitsplatzausstattung ist ganz, ganz wichtig, um natürlich langfristig den Mitarbeiter gesund zu halten. Das gilt natürlich auch für die ältere Generation dann unter uns an Arbeitnehmern. Man kann mittlerweile mit höhenverstellbaren Tischen wunderbar so diese statische Haltung, die viele Mitarbeiter haben, aufbrechen. Man kann den Menschen dazu animieren, zwischendurch aufzustehen, im Stehen zu arbeiten. Es ist auch wichtig, dass der Mitarbeiter eben weiß, wie er diese Möblierung bedienen kann. Es gibt einen Bürodrehstuhl mit sehr, sehr vielen Knöpfen. Und ja, aber ob er richtig eingestellt ist, dazu braucht der Mitarbeiter eben auch eine Einweisung und eine Anleitung, dass er sich die auch immer wieder nach seinem Körpermaß zurechtstellen kann, auch wenn jetzt mal der Platz in der Zwischenzeit von einem anderen Mitarbeiter besetzt wurde. Insofern ist es wichtig, dass man immer wieder auch den Mitarbeiter dazu anleitet, das Mobiliar richtig zu nutzen. Und natürlich auch durch unsere neuen Büroformen nicht nur statisch am Schreibtisch zu sitzen, sondern sich zu bewegen. Denn Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Halt eben zum Kopierer zu gehen, aufzustehen, um Akten zu holen, die man gerade für die Tätigkeit benötigt. Eben dieses mobile Arbeiten ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht in das starre Sitzen verfällt. Die Arbeitswelt der Zukunft wird spannend. Vor allen Dingen, wir wissen ja noch gar nicht, was es für Berufe geben wird. Ich denke, die Digitalisierung schreitet fort. Wir bekommen neue Technologien. Und selbst heute werden Berufe ausgeübt, bis zu 50%, die es vor 25 Jahren noch gar nicht gab. Das heißt, wohin entwickelt sich das Ganze? Und welche Arbeitsanforderungen haben wir dann tatsächlich? Ich denke, dass diese non-territorialen Arbeitsplatzkonzepte, so wie wir sie heute bereits teilweise vorfinden, in Deutschland vielleicht noch etwas exotisch, auf jeden Fall aber eine gute Grundlage sein werden, wenn man in diese Richtung steuern wird. Sie werden sich wahrscheinlich stärker verbreiten, manifestieren und naja, das Arbeiten wird flexibler. Heute gibt es eben auch schon die Idee des Digital Hubs oder Coworking Spaces, verbreiten sich. Es ist eben die Idee, dass die Arbeit nicht mehr so ortsgebunden sein wird, sondern dass man eben eher diese virtuellen Begegnungen haben wird, die natürlich auch Gefahren mit sich bringen. Denn wie wichtig sind eben diese 1:1 Begegnungen im Büro? Insofern wird es spannend werden, wohin sich die Reise bewegt. Musik